Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einem weiteren DFA Live-Format. Wir haben heute den sogenannten Reverse Portfolio Walk, in dem das Prinzip des Portfolio Walks, DFA-Mitglieder schauen sich an, was der Nachwuchs macht, einmal auf den Kopf gestellt wird. Das heißt, wir haben Teilnehmer des Portfolio Walks, Teilnehmerinnen gefragt, wen sie gerne kennenlernen würden von unseren Mitgliedern und haben sie gebeten, diese Arbeiten der Mitglieder durchzuschauen und das Mitglied und die entsprechende Arbeit vorzustellen. Heute Abend haben wir zu Gast Jule Wild. Jule habe ich auch kennengelernt im November auf der letzten Tagung in Mannheim und ich war von ihrer Arbeit und dem Buch sehr angetan, da will ich aber jetzt nichts weiter vorwegnehmen. Und Jule hat sich gewünscht, dieses Format mit Thekla Ehling zu machen. Und Thekla wird, nachdem sie dann von Jule vorgestellt wurde, im Umkehr dann Jules Arbeiten vorstellen. Was ich gemerkt habe, ist, dass beide sich schon kennen. Sie haben sich kennengelernt über den Fotobus. Was das ist, was sie da gemacht haben, ich glaube, das können sie ja eigentlich ganz gut selbst erzählen. Und damit übergebe ich das Wort an Jule. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Hey. Ja, oh Gott, ich bin auch schon gut aufgeregt. Das ist ganz normal. Ja, ich glaube auch. Aber ich glaube, ich freue mich auf jeden Fall super riesig, dass die Thekla das mit mir macht hier. Dann, bei dir hoffentlich spielt die Technik mit. Bildschirm teilen, es geht los. Ihr seht was, ne? Ja. Sehr gut, okay. Setze noch die professionelle Brille auf, damit ich auch was sehe. Gut, okay. Thekla Ehling wurde geboren in Bielefeld und machte eine Ausbildung zur Buchbinderin. Danach studierte sie an der FH Dortmund, wie ich auch, habe ich festgestellt, Fotografie und zwischenzeitlich studierte sie auch mal in dum, 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 Irland. Danach zog sie nach Köln, wo sie auch heute noch lebt. Thekla hat zwei Bücher veröffentlicht, einmal Das Sommerherz und einmal Vergissmeinnicht. Sommerherz erschien 2008 und Vergissmeinnicht 2011. Beides wurde verlegt im Kira Verlag. Und außerdem arbeitet Thekla auch als Porträtfotografin für verschiedenste Magazine. Ich komme gerade mit Bewohnern nach Hause. Okay. Thekla hat neben den zwei Büchern auch zwei Töchter, die Tula und die Luzi. Die fotografiert sie auch ganz viel und die beiden haben auch eine große Rolle gespielt in ihrem ersten Buch, Sommerherz. Das Buch beginnt ganz fabelhaft. Ich liebe es total mit einem Bauchnabel. Finde ich so schön, die erste Seite schon. Für dieses Buch hat Thekla das Leben ihrer Familie und vor allem ihrer Töchter fotografiert und eben die Töchter und ihre Freunde porträtiert. In dem Buch geht es auf jeden Fall um Kindheit, um das Gefühl von Kindheit, um diese super besondere Zeit, in der alles so super intensiv erlebt wird. Und es ist eine super, ich glaube, es geht auch nicht nur darum, die Kindheit ihrer Töchter festzuhalten und einzufangen, sondern auch ein bisschen wahrscheinlich sich selber so ein bisschen an die Kindheit zu erinnern und in Erinnerung daran zu schwelgen. Es ist eine sehr persönliche Arbeit natürlich, aber ich glaube, trotzdem erkennt sich da jeder so ein Stück weit drin wieder oder zumindest entdeckt man Stücke irgendwie von diesem Gefühl von damals darin wieder. Und das finde ich sehr schön. Super tolles Buch. Oh Gott, ich habe ein Bild übersprungen. Ich habe auch hinten im Buch jetzt nochmal im Text gelesen, dass das Buch erst anders heißen sollte. Oh, das ist meine Lieblingsdoppelseite im Buch. Ich finde die so großartig, so wunderschön. Okay, zurück. Ich habe hinten drin gelesen, dass das Buch erst anders heißen sollte. Und zwar, mir fehlt etwas im Herzen. Was ich sehr schön fand, das hat wohl die, ich glaube, Luzi war es, oder? Ja. Luzi, war mal gesagt, als sie klein war und das Das, erste Mal. genau, das erste Mal sowas wie Wehmut empfunden hatte. Und das war, fand ich so, und das war halt lange Zeit ein Arbeitstitel für das Buch. Das hing immer so über meinem Schreibtisch und das hat mich so durch das ganze Buch durchbegleitet, ja. Das fand ich sehr schön. Das fand ich auch voll schön und sympathisch, dass es hinten noch drin stand im Buch, irgendwie, dass es erst einen anderen Titel hatte. Ich finde es ganz oft so, dass so Bücher so einen Arbeitstitel haben, der noch vielleicht nachher nicht draufsteht, aber der trotzdem so bedeutend für einen selber ist. Fand ich sehr schön, dass du es damit reingenommen hast, noch irgendwie. Endet auch mit einem Bauchnabel.
Und Thekla hatte mal die Geschichte erzählt, dass sie damals, als sie das Buch veröffentlichen wollte, mit einem Dummy zum Buchladen gegangen ist. Ich weiß nicht mehr, welcher Buchladen es war. Thekla spricht von Schaden. Genau. Und dass der ihr dann 100 Rupien davon abnehmen wollte. Und Thekla dann wirklich diese 100 Bücher selber, wir erinnern uns an die Buchbinderausbildung, gebunden hat. Ich glaube, mit ein bisschen Hilfe, aber trotzdem genau. Der Wahnsinn. 100 Bücher. Das ist so 150. Viel. 150, oh Gott, ich fühle sie sogar noch runter. Gut, dass Thekla dabei ist. Und das hat mich so beeindruckt, irgendwie, weil ich finde, jeder, der schon mal Bücher gebunden hat, weiß, wie viel Arbeit das ist. Und ich bin schon durchgedreht mit diesen 10 Büchern, die ich für die Bachelorarbeit binden musste. Und teilweise sind die immer noch nicht ganz fertig. Die liegen ja immer noch teilweise rum. Ich finde, das ist, da muss man so eine Leidenschaft für seine eigene, für die Arbeit haben, dass man das macht. Und ich finde, das spiegelt sich auch in allem, was Thekla macht, so ein bisschen wieder, diese Leidenschaft, dass Thekla eben die Person ist, die 100 Bücher bindet für sowas. Das ist, mag ich sehr, dass man es merkt an ihrer Arbeit, diese Leidenschaft und Liebe zur Fotografie. Das ist das Vergissmeinnicht-Buch. Das liebe ich auch sehr. Das war das zweite Buch, was Thekla dann rausgebracht hat. Ich habe es mir jetzt im Sommer gekauft und ich glaube, ich habe 20 Minuten lang mir nur diesen Umschlag angeschaut und nur dieses Buch von außen angeschaut, weil ich schon so begeistert davon war. Also da sieht man auch die Leidenschaft. Das muss auch so viel Arbeit gewesen sein, diese Aufkleber da dran zu machen, diese Gummis da drum zu wickeln. Das ist, grenzt auch schon fast an Wahnsinn, irgendwie so einen besonderen Einband zu machen. Und da habe ich, glaube ich, auch noch nie bei einem Buch gesehen, dass es wirklich so einen speziellen, tollen Einband hatte. Da liegt dann in diesem Karton dieses kleine Buch drin, dieses wirklich sehr kleine, kompakte, süße Buch, was dann so fast so ein bisschen schutzlos plötzlich in der Hand liegt, wenn man es rausholt. Und auch irgendwie, ich war so fasziniert von diesen kleinen Details, da sind so ganz kleine Zahlen dran. Mir wurde jetzt gesagt, das ist wohl für Buchbinder, habe ich jetzt gelernt. Ich habe sehr lange gerätselt und dachte, da war irgendein großes Konzept hinter. Nein, war es nicht, das sind die Druckblumen, genau. Aber das hab ich auch eine sehr lange Weile beschäftigt. Also super, super schönes Buch schon alleine von außen. Ich meine, der Inhalt ist auch, da kommen wir jetzt noch zu, der ist genauso großartig, aber allein schon von außen ist dieses Buch der Hammer. Und das ist auch klein genug, dass es in meinen Scanner passte. Das konnte ich einscannen schnell. Und ich liebe die ersten Seiten von Thekla's Büchern. Ich finde den Wochenabend schon so super und hier auch die erste Seite liebe ich total schon. Ich habe, muss ich ehrlich gestehen, als ich das erste Mal in der Hand hatte, so versucht, das wegzuwischen, weil ich dachte, das ist irgendwie so ein Fleck, der da drin ist, aber es ist ja wirklich reingedrückt. Da habe ich gleich auch noch eine Frage zu, was da so die Idee hinter war. Da ist bestimmt irgendeine Geschichte hinter, vermute ich mal. Da fand ich so eine tolle erste Seite irgendwie. So simpel und so genial. In dem Buch hat Thekla Fotos und Texte kombiniert, was ich auch super schön finde. Und ich bin mir nicht ganz sicher, man munkelt so, es wären Texte aus einem Kinderbuch. Genau, es steht hinten drin, ist von dem Buch irgendwie von David Allman aus Mina. Genau. Ein schottischen Schriftsteller. Oh je, es ist aufgeflogen, dass ich nicht genau gelesen habe. Nee, das ist der einzige Fehler an dem Buch, dass ich das nicht, das steht zu klein drin. Ich hätte das nochmal besser benennen sollen. Das würde ich, wenn bei einer Neuauflage nochmal anders machen. Okay. Ich bin mir jetzt auch ein bisschen unsicher, wie wir es machen, ob ich Texte einfach überspringe, was ich super schade finde, weil ich finde, diese Texte ergänzen sich so toll mit dem Buch und mit dem Gefühl vom Buch. Und ich dachte, wenn ich jetzt so peinlich still bin, ist auch irgendwie komisch und es euch alles lesen lasse, dann dachte ich, lese ich vielleicht einfach ein, zwei Texte vor. Kurz. Gerne. Ich liebe meinen Baum. Ich komme seit ein paar Jahren hier hinauf. Ich steige am Stamm bis auf zu einem Ast hoch, der ein kleines bisschen höher oberhalb meines Kopfes nach außen ragt. Auf diesen Ast setze ich mich rittlings mit dem Rücken gegen den Stamm gelehnt. Manchmal lasse ich einfach die Beine baumeln, manchmal ziehe ich die Knie an, damit ich ein Buch darauf ablegen kann. Es ist sehr gemütlich, als ob dieser Platz für mich gemacht wäre. Manchmal sitze ich stundenlang hier, male oder lese und denke nach und schaue mich um, lausche und wundere mich. Finde ich auch super schön, die Texte, die hier drin sind. Ja, das war so toll mit dem David Allman, war das super, weil ich habe mit dem geschrieben, habe ihm die Bilder geschickt und habe ihn gefragt, ob ich die Texte verwenden darf und habe ihm halt auch erzählt, dass ich als Mädchen, also es geht um Mina, die sitzt eigentlich fast immer im Baum und beobachtet die Welt von diesem Baum aus. Und ich habe als Kind gefühlt, weiß ich nicht,
80% meiner Kindheit im Baum gesessen oder auf Bäume geklettert. Und auch alles andere, was der hat mir so aus meinem Herzen gesprochen. Und ich wollte eben einfach einfach einen Text haben, der eben wirklich gut mit den Bildern kombinierbar ist. Und in Mina habe ich das alles gefunden. Und Mina als Buch ist auch wirklich ganz toll, weil das halt ganz verschiedene Typen eben hat, in dem das Buch gedruckt worden ist. Und diese Texte sind teilweise eben einfach auch so wirklich in großartiger Typo genannt. Und die Freundin und Gestalterin Gesine Grotrian hat die eben allerhand abgemalt und geschrieben und eben so in verschieden gesetzt. Genau. Echt so toll. Ich glaube, das Buch muss ich mir dann auch nochmal anschauen, was du die Texte hast. Kann ich gleich mal in die Kamera halten. Super. Und ich habe echt lange darüber nachgedacht, wie man am besten Teclas Bilder in Worte fassen kann oder wie man die beschreibt. Ich finde das super schwierig, weil das auch so sehr gefühlvolle Bilder sind, da so viel Gefühl drin steckt, dass man irgendwie gar nicht so richtig Worte dafür findet. Das Nächste, was mir irgendwie immer so ein bisschen wieder rein in den Kopf kam, das Wort war, ist ein bisschen magisch irgendwie fast, dass sie halt so einnehmen, die Bilder. Dass man so richtig ein bisschen von denen verschluckt werden kann. Ich habe dann auch auf der Kira-Seite nochmal nachgeschaut, weil ich dachte, die haben vielleicht eine Formulierung gefunden dafür, die dem Ganzen gerecht wurde, und bin auch fundig geworden. Da stand, dass den Bildern ein Zauber innewohnt. Also in der Art war es formuliert, und ich finde, das passt total. Er ist so gefühlvoll, und ich finde, man hat auch das Gefühl, dass die Tekla so behutsam irgendwie fotografiert, so die Leute und die Momente. Ich glaube, sie hat auch mal erzählt, dass sie bei Sommerherz auch sich oft mit der Familie zusammengesetzt hat und zusammen die Bilder durchgeschaut hat und alle so ein bisschen mitentscheiden durften, welche Bilder verwendet werden, welche nicht. Das, finde ich, merkt man total in ihrer Arbeit, dass da auch eine totale Sensibilität hintersteckt. Vielen Dank, liebe Jule. Gerne. Also ich meine, es ist halt eben wirklich mit dem Fotografieren, ist halt eben wirklich so, dass dass ich meine Kinder halt nie irgendwo hingestellt habe oder die Betrachter, sondern dass eigentlich alles gefundene Situationen sind, die aus einer Situation herausgeboren sind. Ja, ich finde, das merkt man auch, diese Echtheit. Und ich finde, was beide Bücher haben, ist so eine Leichtigkeit, was ich auch sehr bemerkenswert finde, weil die Bilder ja trotzdem irgendwie, also sie haben ja auf jeden Fall eine krasse Tiefe auch, die Bilder, aber trotzdem kommen sie so irgendwie unangestrengt und leicht daher. Das mag ich auch sehr an beiden Büchern. Und die Bildpaare sind, ich mag das Bildpaar total gerne. Oh Gott, ich übersprungen hier. Ich hatte das Buch tatsächlich auch sehr inspiriert, als ich mein Buch gemacht habe, durch dieses Zusammenspiel von Text und Bild. Weil ich vorher immer Text als irgendwie sehr kalt empfunden habe und so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Text in einem Buch einen auch oft irgendwie raushaut, so ein bisschen, und rausholt. Und das, finde ich, habe ich zuerst in diesem Buch mal so wirklich begriffen, dass Text einfach so schön ergänzen kann und so flüssig sich damit einbauen kann. Und ich meine, klar, hier ist auch nochmal eine ganz besondere Ästhetik mit dem designten Schriftzug und dass es einfach diese wunderschöne Handschrift auch ist. Aber dadurch kam es bei mir auch ein bisschen, die Tekla zeigt ja gleich noch mein Buch, dass ich auch mit Handschrift angefangen habe, rumzuprobieren und mit Texten rumprobiert habe. Das kam aus dem Buch so ein bisschen raus, die Inspiration dazu. Ja, den Text mag ich auch. Komisch, wie man sich manchmal so zerbrechlich und klein fühlen kann und dann wieder so mutig und kühn und sorglos und frei. Und geht es allen Menschen so? Fühlen sich Erwachsene immer erwachsen und vernünftig und selbstsicher? Und will ich mich erwachsen fühlen? Will ich aufhören, mich paradox und nonsensisch zu fühlen? Will ich aufhören, abgedreht zu sein? Will ich diese Anti-Merkwürdigkeitsoperation? Ja. Ach, so ein schönes Buch, Tekla. Total. Die Seite finde ich auch ganz besonders. Man kommt auch aus dem Staunen gar nicht raus. Immer wenn man gerade denkt, man hat alles gesehen, kommt wieder irgendwas total Faszinierendes um die Ecke. Ist mit so fast weißer Schrift auf das Blatt gedruckt. Jetzt, das ist nur Buchlack, das ist tatsächlich. Ach, krass. Genau, ist nur Lack. Ach, das war, bei der Produktion kam der Drucker ganz aufgeregt zu mir und meinte, da wären Fehler drin und wir müssten das jetzt alles nochmal machen. Und ich dachte, nee, das wäre schon richtig so. Weil das steht, war ein Fehler. Was?
Das Nein, das war kein Fehler. Das wäre ein Fehler. Und ich habe gesagt, nee, das war richtig, weil da steht man kann es, glaube ich, nicht lesen, be brave. Genau. Und wir haben gesagt, also dieses Mutigsein ist so eine große Aufforderung und die große Aufforderung darf ganz leise sein, dass man sich, genau. Genau, im Buch sieht man es, wenn man es in der Hand hält, auch einiges besser als jetzt hier im Scan, weil es natürlich auch anders reflektiert als das eigentliche Blatt. Also das kann man schon gut lesen. Extraordinary activity, be brave. Ich glaube, das war es dann auch schon. Und genau. Was bei beiden Büchern total mag, ist diese Klammer, die du ins Buch gesetzt hast. Beim ersten mit dem Bauchnabel und hier jetzt mit den bisschen flättigen Seiten. Das finde ich auch sehr schön. Und das Buch habe ich ja für meinen Lehrer gemacht, ne? Für den Arno Fischer, für meinen Lehrer und Professor an der FH Dortmund. Der genau. Das ist nämlich auch wirklich noch eine sehr traurige Geschichte oder wie auch immer. Ich habe das gemacht, ihm gewidmet kurz vor seinem, da war der schon im Krankenhaus und es ging ihm nicht gut. Und ich habe ihm angerufen und habe gesagt, Arno, das Buch ist da, ich schicke es dir jetzt zu. Und hat er gesagt, meinte ich, wie geht's dir? Er meinte, ja, geht so. Und ja, ich bin jetzt wieder im Krankenhaus. Und er hat gesagt, ja, ich schicke es dir nach Hause. Und er ist wirklich tatsächlich, nachdem wir telefoniert haben, glaube ich, 2 Tage danach gestorben. Und ich weiß bis heute nicht, ob er es gesehen hat. Aber es ist egal. Und das war schon sehr, sehr, sehr bewegend. Genau, aber und er hat mich mit den Worten verabschiedet, ja, wenn es mir besser geht, dann sehen wir uns wieder im Garten und dann machen wir wieder Unterricht zusammen. Dann kommst du wieder und zeigst deine Bücher. Und dazu ist es leider nicht gekommen. Aber ich war letztes Jahr, war ich noch mal in Gransee, wo er gewohnt hat und war in seinem Garten. Also ich habe das ja angelehnt an sein Buch Der Garten. Wo er über 30, 40 Jahre seinen Garten mit Polaroid fotografiert hat. Und da wieder in diesem Garten zu sein, in diesem Haus nach so langer Zeit, das war sehr besonders. Kommt da auch der Titel her? Vergissmeinnicht ist ja eigentlich auch eine Pflanze, oder? Genau, das ist so ein bisschen an die Anlehnung daran und irgendwie wirklich an diesen Garten da gewesen zu sein. Und also das ist schon auch die Klammer als solches. Super schön. Ja, herzlichen Dank, Jule. Das war eine super Vorstellung. Ja. Vielen Dank. Und die Animation am Anfang. Toll. Ich grätsche jetzt mal hier rein. Ihr seid so im Fluss, ja. Aber ich habe jetzt hier eine Frage von Facebook, die möchte ich einfach mal weitergeben. Eine Frage von Hans-Jürgen Sommer. Guten Abend. Wenn ich Porträts veröffentliche, denke ich immer daran, mir die Freigabe des Abgelichteten geben zu lassen. Ist das bei einem Buch mit vielen Porträts nicht schwierig? Es ist schwierig. Ich habe das bei allen gemacht. Also es waren ja viel meine Kinder und ich habe alle Kinder und Jugendlichen, die mir die Freigabe geben lassen. Es war noch nicht so streng damals, als ich das veröffentlicht habe. Das ist, glaube ich, dieses Gesetz ist, glaube ich, 1 oder 2 Jahre später gekommen, dass es wirklich dann auch zu rechtlichen Schritten kommt. Es war früher immer so ein bisschen so eine Grauzone, aber ich habe da eigentlich immer sehr, sehr drauf geachtet. Aber es ist eigentlich mit die größte Arbeit an dem Buch, diese ganzen, ganzen Einverständniserklärungen zu kriegen und dem nachzugehen und nachzuhalten. Und es ist immer noch so ein bisschen natürlich so eine Grauzone, wenn man halt Leute auf der Straße fotografiert oder nicht. Also es ist ja das ewige Thema, wie gehen wir damit um mit der Freigabe. Ja, damit haben wir, glaube ich, die Frage erstmal beantwortet und können jetzt weitergehen zu einer ganz anderen persönlichen Arbeit mit Porträts. Thekla, möchtest du Jule vorstellen? Unbedingt. Erstmal Jule, ganz herzlichen Dank für diese tolle Präsentation. Ich habe mich riesig gefreut, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich richtig geehrt gefühlt. Jule und ich haben uns kennengelernt per Schreiben Anfang, glaube ich, letzten Jahres, weil ich irgendwie auch ihr Buch gesehen habe, was ich jetzt vorstelle. Ich halte es mal in die Kamera. Das heißt It Was Snowing Outside. Und es
ist eine sehr bewegende Geschichte. Ich gebe mal gerade meinen Bildschirm frei. Nochmal kurz zu Jule. Jule ist 25 Jahre alt, hat in Dortmund, Münster geboren, hat dort Fotografie studiert, hat jetzt ihren Bachelor schon, ne? Genau. Wohnt jetzt in Leipzig und ich glaube, du machst jetzt deinen Master an der Ostkreuzschule, ist das richtig? Ja, genau. Genau. Ich bin auch, ne, übrigens, ich habe noch einen kleinen Umweg über Berlin gemacht. Als ich nach dem Studium fertig war, bin ich nach Berlin gegangen und was ja das Leipzig von heute ist oder damals war und habe da meine Zeit verbracht. Das war ganz toll. Insofern ein good place to be. Aber ich zeige jetzt, Moment, wird statisch. Steigt mal, sieht man das? Genau. Jule hat auch ein tolles Buch im Eigensinn Verlag veröffentlicht. Der Eigensinn Verlag ist von Josh Kern, der heute auch im Stream ist, aber in der großen Zusammenarbeit mit Icy und Jule zusammen. Und die, genau. Aber jetzt erstmal zu dem Buch. Das Buch ist entstanden. Ich halte mal zwischendurch an. Hier sieht man auch die Seiten und wie schön, Jule, dass du dich inspirieren lassen hast. Jule saß irgendwann, war es mit Josh oder warst du alleine? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, jedenfalls saß du mit einem Freund und hast überlegt, was könnte man machen? Ich will weg. Und die Winterreise als Buch war, glaube ich, auch noch ein Thema. Und ihr saßt am Flughafen und habt irgendwie überlegt, wo können wir da mal hingehen, wo sind billige Flüge hin? Und ihr seid auf Lviv, heißt es, ne? Lviv war es. Lviv, genau, in der Ukraine gekommen und seid einfach dahin geflogen. Und ich finde es total bewegend, weil wenn ich durch dieses Buch gehe und mir diese Porträts angucke, dann denke ich, du bist mit diesen Menschen aufgewachsen. Du kennst die schon so lange und ihr seid euch so nah. Und das ist echt meine große Frage an dich, wie du es geschafft hast. Wie lange warst du übrigens da? Das wollte ich nur die ganze Zeit fragen. Ich war 3-mal dort. Ich glaube, jeweils 3 Wochen. Okay. Genau. Und du bist, wie du das geschafft hast, so rasend schnell halt Kontakt zu finden. Und ich meine, ich kenne dich als sehr offenen, sehr intensiven Menschen und ich finde es aber, wenn man sich solche Porträts anguckt, finde ich die Zeugen von einer hohen Vertrautheit und hohen Nähe, dass es mich wirklich immer wieder sehr berührt, über in diese Innenräume zu kommen, also überhaupt Anschluss zu finden, einfach in so einer fremden Umgebung, wahrscheinlich auch noch Sprachgeschichten, aber dann in so intimen, das ist übrigens auch eins meiner Lieblingsbilder. Ich finde es so intensiv und du springst halt so toll zwischen diesen, du bringst uns die Außenwelt und die Innenwelt so nah, dass es ja, wirklich fantastisch. Und das wäre halt meine Frage, wie seid ihr da gelandet? Also wie habt ihr diese Kontakte zu den Menschen aufgenommen? Gab es irgendwie Ja, ganz, ganz unromantische Antwort leider, Instagram. Ah, cool. Nee, ist gar nicht unromantisch. Ich kenne das noch von anderen jungen Menschen, dass auch viel über Tinder geht, halt eben einfach so als Kontaktbörse, also nicht eben wirklich, sondern sagt so, ich möchte jemanden kennenlernen, also keine Beziehung oder sonst was, sondern einfach nur. Also das kenne ich von anderen jungen Menschen. Ich finde es eigentlich fantastisch, dass es funktioniert. Also ich kenne es auch von einer anderen, von der Freundin von meiner Tochter, die hat das mit Paris. Sie hat in Paris so viele tolle Menschen kennengelernt und die machen so verrückte Sachen zusammen. Und das hast du dann vor Ort gemacht. Als du dann geguckt hast, hast du nach dem Ort geguckt und hast dann geschaut. Also viele Kontakte hatten wir dann durch die erste Reise, wo Josh auch noch dabei war. Und da war es tatsächlich so, dass uns dann Leute angeschrieben haben und wir sind dann teilweise auch wirklich in die Städte, weil uns da jemand angeschrieben hat und wir da jemanden hatten irgendwie, den wir dann kennenlernen konnten und sind dann einfach zu verschiedensten Orten dadurch auch gereist.
Und dann bin ich ja noch zweimal wieder hin, habe dann viel die Leute auch wieder besucht, habe dann natürlich auch, und dann entwickelt sich ja, wenn man erstmal so einen Anfang hat, auch automatisch so ein kleines Netzwerk noch. Habe dann über die Leute, die ich da hatte, noch andere Leute kennengelernt und wurde dann vielleicht von anderen Leuten nochmal angeschrieben, weil die irgendwie so sehen haben, dass ich vor Ort bin. Und dann hat sich so ein bisschen verselbstständigt, dass sich so automatisch so ein kleiner Freundeskreis aufgebaut hat. Super. Aber du hältst durch das ganze Buch auch vom Edith einfach diese Intimität und eben wirklich so dieses Dasein an einem Ort, der einem irgendwie auf eine Art und Weise vertraut ist, aber dann doch irgendwie fremd vorkommt. Und diese leichte Irritation oder dieses, wie findet halt junges Leben eben woanders eben statt und dass man halt miteinander das so begehen kann und es gibt da keine Grenze, das finde ich auch ganz toll. Also es hat so viel von weiter Aufbruch und eben wirklich miteinander sein und Dinge erleben, die mir sehr, sehr, sehr gefällt. Man muss dazu sagen, also ich finde es verrückt, also du hast eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne gemacht, du hast das Geld zusammengekriegt, du hast, glaube ich, auch sehr hart gearbeitet an der Herstellung. Du hast doch auch deine Umschläge alle selber gemacht, oder? Das Aufwendige war erstmal den Stoff zu bekommen, weil es auch Lieferschwierigkeiten zu der Zeit gab und Leinen einfach auch sehr teuer ist. Das hat Ewigkeiten gedauert, aber das reingeklebt und das Zuschneiden hat zum Glück der Buchbinder gemacht. Ich habe dann nur nachher noch gestempelt, was auch aufwendig war, weil es recht viele waren, aber also das meiste hat zum Glück der Buchbinder dann gemacht. Ja, und das ist, ich finde es verrückt und ich meine, ihr habt dieses Buch, also es ist leider ausverkauft. Nee, noch nicht. Doch nicht? Also auf der Seite? Nee, 15 Bücher habe ich noch. Ah, okay, also dann schnell zugreifen. Ich habe es gesehen auf dem Eigensinn Verlag, also steht, dass es ausverkauft ist. Genau, aber auf meiner Website gibt es noch die letzten. Okay. Verrückt. Insofern kann ich das nur empfehlen, weil es echt ein Kleinod ist, das zu machen. Und die Texte, da bin ich nicht ganz hintergestiegen, sind die von dir oder sind die von den Menschen, denen du da begegnet bist? Ja, die sind von mir. Eigentlich mache ich das auch immer bei Reisen, dass ich so ein Reisetagebuch mitführe und hatte da halt ganz viele kleine Notizen irgendwie drin, weil ich auch gar nicht so viel Zeit hatte, was aufzuschreiben, aber trotzdem ab und zu mal meine Gedanken ordnen musste und meine ganzen Eindrücke runterschreiben musste, damit ich nichts verresse. Und die bin ich dann, als ich das Buch gemacht habe, nochmal durchgegangen und habe mir da teilweise Texte rausgesucht und die übernommen im Buch. Ja, es hat einfach eben wirklich auch sowas für mich sowas Zeitloses. Es ist so aus der Zeit gefallen, also weil es eben wirklich, also es erinnert mich an meine Jugend, ne? Also so irgendwie 80er, 90er Jahre, also so auf meine andere Aufbruchzeit. Und das ist eben, weil es eben vielleicht wirklich auch so diesen Ostscharm auch hat oder dieses Berlin irgendwie, der Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre. Und dann eben, und ich mag das Schlussbild so sehr. Ich finde es so gelungen, weil man einfach man wird so rausgetragen. Und ich finde diese Idee, also dass man halt irgendwo hinfährt, wo man nicht weiß, wo man landet und dann daraus irgendwie so ein Projekt macht, das finde ich schon wirklich. So, jetzt müssen wir da gucken. Okay. Jule hat aber noch ganz andere Sachen gemacht. Ich möchte jetzt eigentlich ganz gerne zu deinen Selbstporträts gehen, die ich auch sehr, sehr berührend finde. Ich klicke die einfach mal so durch. Und ich finde diese Auseinandersetzung mit dir und dem Raum und dem Licht, es ist halt alles so einen wunderbaren Gleichklang und es hat aber auch, es ist für mich auch wie so ein einziger Roadmovie, aber eben auch mit allen Facetten, was es heißt, eben jung zu sein und irgendwie halt so ins Leben zu treten, mit vielen, vielen Gefühlen und
dass du halt eben auch wirklich sehr viel von dir zeigst. Genau, das sind Josh und Asli. Das ist quasi der Eigensinn-Verlag im Badezimmer. Und wahrscheinlich eure Lieblingsbeschäftigung, das Kennen, ne? Immer, immer wieder. Und das wäre meine Frage, sind das tatsächlich alles Fotos von dir oder auch von anderen? Oder hast du wirklich dich da inszeniert? Oder, weil manchmal ist es, finde ich, nicht so ganz ersichtlich. Nee, das sind tatsächlich alles Selbstporträts. Wahnsinn. Ist das auf dem Weg in die Ukraine? Ja. Ich wollte noch vorhin sagen, also das gefällt mir auch so sehr. Ich habe damals in den Anfang der 90er, habe ich zwar auch viel meine Freunde fotografiert, ich habe halt immer sehr, sehr viel Porträts gemacht, aber ich habe überhaupt nicht diese Stimmung eigentlich, die damals in Berlin war, so aufgenommen. Und das ist, finde ich, so einen großen, großen Schatz, den du da hast, dass du einfach so das fast festhalten kannst, wie du, ja, wie es so war. Und diese Auseinandersetzung eben auch mit sich selbst. Man müsste eigentlich mal wirklich nur eine Ausstellung machen mit Fotografinnen und Fotografen, die sich im Spiegel fotografiert haben. Ich glaube, da wird es eine riesige Masse geben. Und Fotografinnen und Fotografen mit ihren Eltern, das finde ich auch toll. Ja, sie sind so stark und so verletzlich, auch so zwei Seiten. Und das finde ich wirklich sehr, das mag ich auch so gerne. Es ist wahrscheinlich auch ein Ongoing-Projekt, oder? Es wird weitergemacht, oder? Ja, schon. Ich mache immer noch oft Selbstporträts. Es war auch eigentlich so eine Arbeit, die ich eigentlich nur für mich selber gemacht habe. Ich habe eigentlich nie damit gerechnet, dass ich die überhaupt irgendwann mal jemandem zeige. Ich hatte auch ein bisschen vergessen, dass sie auf meiner Webseite ist. Nee, aber die finde ich ganz toll. Also ich finde das... Freut mich. Ich bin da gerne mit dir zusammen, sagen wir so. Ich denke, es passt auch wunderbar. Ja, weil vielleicht öffnen wir das Gespräch für alle, die da sind. Ich hatte... das Gefühl, wie du auch, Thekla, ich kenne dieses Lebensalter und dieses Lebensgefühl. Ja? Und es ist ganz egal, wann die Bilder jetzt gemacht worden sind oder wo sie gemacht worden sind. Für mich hat es wirklich diese 20er Jahre irgendwie nochmal hervorgebracht, wo ich gesagt habe, ja, ich weiß ganz genau, wie es da geht. Und was ich spannend bei euch beiden finde, ist, dass ihr ja, eure Arbeit kommt ja aus dem täglichen Leben, sage ich mal, ja, aus dem Freundes-Familienkreis, aus der Umgebung. Und das ist natürlich auch eine ganz andere Nähe, als wenn ich mich jetzt in den Flieger setze und ans andere Ende der Welt fahre, um dort etwas ja, mir anzuschauen, was ich vorher noch nicht kannte. Das ist das, was mich auch mit Jule mich so verbunden fühlt, weil es einfach so unmittelbar und ich würde ganz gerne noch auf ein letztes Projekt auf Jules Webseite, weil ich finde es auch ein toller Angang. Und seitdem ich Jule, Josh und Asli kenne und auch Shirin, aber die ist es so, dass wir viel das Thema Scheitern haben. Und bei Jule kann man seine schönsten, ich muss das auch noch mal, ich schicke dir auch noch mal mein schönstes Scheiternergebnis. Und das habe ich von euch echt gelernt, dass ihr da so offen mit umgeht oder jetzt auch die Generation, ich habe das Vergnügen eben auch unterrichten zu dürfen in Dortmund und Hannover und ich finde, das ist so zum Thema Fotobuch und
es geht ganz viel gerade in dieser Zeit, einfach, dass sich das mehr öffnet, dass die Studierenden gar nicht mehr so oder der Großteil gar nicht mehr so ist, so hier, ich bin so cool, ich mache das alles und sondern dass es viel, viel mehr eben auch darin gibt und die Sachen, die halt nicht funktionieren oder dass man das halt sagt oder dass man das sich eingesteht und daraus entsteht für mich so eine große Stärke, die halt tausendmal mehr wert ist irgendwie als jedes überschätzte Selbstbewusstsein, weil damit macht man sich so ein bisschen unangreifbar, auch wenn man sich so öffnet und ich kann das nur empfehlen, durchzulesen und es gibt eine Aufforderung hier oben, genau, bei der Info, dass man Jule schreiben kann. Und das fände ich eine, genau, dazu wollte ich jetzt zur letzten Vorstellung zu Jule und das einen kleinen Aufruf starten. Danke. Wir haben vorhin, genau, ich höre jetzt mal gerade auf, den Bildschirm zu teilen, dann können wir vielleicht in die Diskussionsrunde gehen. Ich wollte noch so ein bisschen, das hatten wir vorhin im Intro, auf eine Geschichte auch, wo Jule sehr, sehr aktiv ist und wo sie wirklich tolle Arbeit leistet, ist bei der Fotobus-Community. Die haben eben auch mehrere Publikationen gemacht. Genau. Das gehört nämlich auch zu Jule dazu. Sie hat nicht nur das eine Buch gemacht, sondern du hast an beiden mitgearbeitet, ne? Nee, tatsächlich leider nicht. Aber am zweiten? Das waren aber, da sind meine Arbeiten drin, aber ich war nicht im Team da drin. Jedenfalls gibt es von der Fotobus-Community auch diese beiden Bücher. Fotobus-Community, noch gerade zu sagen, ist von Christoph Bangert und Studierenden der FH Dortmund ins Leben gerufen. Das ist ein Fotobus, eine Plattform für Studierende, habe ich heute gelernt, aller Studiengänge, die eingeladen sind, eben umsonst mit dem Fotobus zu Festivals, zum Beispiel nach Aal, oder ich war selber, durfte ich mitreisen an die Hochschule nach Dänemark und da Studierende kennenlernen, oder es werden Aktionen halt mit Nikon, Ausstellungen gemacht und so weiter und so fort. Und du kannst mich gerne immer ergänzen. Und jedenfalls ist es eine tolle Austauschplattform, die jetzt mittlerweile eben auch sich sehr, sehr verselbstständigt hat. Es gibt Podcasts, es gibt Publikationen, es gibt Ausstellungen und es ist ein toller Zusammenschluss. Und im Moment betreust du gerade noch den Instagram-Account von denen. Genau, ne? Ich mache gerade noch den Instagram-Account von Fotos. Aber was meine Frage an dich jetzt eigentlich noch wäre, wo du dich so ein bisschen als nächste, also wo siehst du dich so in der nächsten Zeit? Gibt es was du vorhast, wo du große Lust zu hast? Arbeitest du schon angewandt oder wie stellst du dir das vor? Jetzt gerade setze ich mich sehr mit meinem riesigen Schweinehund auseinander, mich endlich mal aufzuraffen und Redaktionen vielleicht mal, mich zu trauen, die anzuschreiben, mich vielleicht mal vorzustellen. Ich glaube, das wird jetzt so langsam angegangen. Bis jetzt konnte ich mich noch sehr mit meinem Buch verstecken. Ich war ja beschäftigt, aber ich glaube, jetzt muss ich mich doch mal trauen, in diese Welt nach dem Studium so ein bisschen überzugehen und mich vielleicht doch mal vorzustellen bei manchen Sachen. Das solltest du auf jeden Fall tun. Hast du da irgendwelche Tipps, Thekla? Ja, auf jeden Fall. Also machen. Also ich meine, du hast tolle Sachen vorzuweisen. Also du hast das Buch hast du dabei. Man kann halt eben nochmal schauen, dass man auch mal nochmal vielleicht ein vereinzelt Sachen fotografiert oder wenn man halt irgendwas, was vielleicht in Richtung noch einer anderen Reportage oder sowas, wenn du irgendwie, also würde ich einfach nochmal gucken, kann ich dir jetzt auch offen zugehen. Wenn du da Hilfe brauchst, kann ich dir da gerne behilflich sein. Oh, gerne. Drüber gucken. Es ist immer ganz gut, so eine Mixtur zu haben. Ich bin damals auch mit meinem meinen Dummies, Fotobuch-Dummies, ich hatte, glaube ich, drei Geschichten. Einmal lange Zeit Z-Fotografie gemacht, da hatte ich so eine freie Arbeit gemacht. Dann hatte ich mein Fotobuch-Dummy dabei und hatte also das Sommerherz und
hatte dann noch so eine Mappe mit Porträts und so ein bisschen, also wo es so ein bisschen in Richtung angewandt geht. Und das fanden die, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Und ich bin dann halt auch tatsächlich eben dann später eben auch für das Sommerherz, für all die ganzen Sachen, das war für mich der Türöffner schlechthin, dass die Redaktionen dann eben genau das so haben wollten, dass ich so fotografiere, wie ich in dem Buch fotografiert habe. Ja, und Hekla, was machst du? Hast du eine Pläne für die Zukunft? Etwas, was du noch nicht gemacht hast? Ich habe das große Glück, jetzt gerade zusammen mit der Fotoszene in Köln zusammen das erste Kinder- und Jugendfestival Fotofestival mit aufzubauen, wo der Josch letztes Jahr mit ausgestellt worden ist und die Viktoria Jung und noch ganz viele andere tolle Künstlerinnen und Künstler. Wir sind Zusammenschluss mit dem Deutschen Jugendfotopreis, der SK-Stiftung hier in Köln und dem JFC, den Kamerakindern hier und halt Fotoszene. Und wir haben das als solche, Ute Behrendt war letztes Jahr auch Referent, also beziehungsweise hat einen Workshop gemacht, deren Workshop-Bilder mit ihren Bärenmädchen, die haben wir dann später ausgestellt. Das war schon ein guter Aufschlag, aber Corona ist uns jetzt ein bisschen die letzten 2 Jahre halt dazwischen gegrätscht. Das ist so eine meiner Hauptaufgaben und ich bin tatsächlich auch nochmal dabei, auch ein neues Buch zu konzipieren und hoffe, dass das nächstes Jahr auch erscheinen wird. Nach all den Jahren. Ja, gibt es noch Fragen von den Anwesenden hier an Jule oder an Thekla oder auch auf Facebook? Ich hätte auch noch eine Frage an die Thekla. Ja, bitte. Was hat es mit dem Kletz auf sich im Charisma nicht auf der ersten Seite? Entschuldigung, was? Ich habe es akustisch, es war gerade gestoppt. Mit diesem kleinen Fleck auf der ersten Seite vom Charisma nicht Buch. Das sollte ja wie so ein Notizbuch sein und das ist halt wie so ein Skizzenbuch und ich habe früher immer versucht, Skizzenbücher zu machen und ich bin irgendwie immer nur bis Seite 2, glaube ich, gekommen und dann lag sie wieder irgendwie jahrelang in der Ecke. Ich habe das immer total bewundert an Leuten, die kontinuierlich irgendwie Skizzenbücher, ich liebe Skizzenbücher. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das halt nicht so hinkriege als Skizzenbuch, dann muss ich halt irgendwie ein Skizzenbuch für die Öffentlichkeit machen. Und das war halt der Ansatz. Und ich hatte damals mit Gesine überlegt, dass wir halt eben auch den Titel eben nicht nach vorne, dass man halt, dass es so unmittelbar halt ist, dass man eben da so richtig reinfällt. Und dann dachten wir, die weiße Seite ist doof und wir müssen halt irgendwas reintun, was halt eben wirklich diesen Skizzenbuchcharakter eben als solches eben impliziert. So heißt es, glaube ich. Voll schön. Klappt doch auf jeden Fall voll. Und es hat natürlich gleich so was Persönlicheres auch irgendwie. Ein kleiner Makel. Genau, und es gab tatsächlich Leute, die das zurückgeben wollten, weil es irgendwie... Genial. Also, das kann ja nicht richtig sein. Da ist ja ein Fleck drin. Schön. Ja. Ich habe noch eine Frage zum Nebensatz, was Thekla vorhin gesagt hat, als man Jule am Scanner gesehen hat. Hast du gesagt, das ist eine der Lieblingsbeschäftigungen. Ist meine Annahme richtig, dass du Bilder immer wieder scannst, damit sie auch diese Fusseln und diesen Used Look bekommen? Nee, das schaffen die ganz von alleine, so fusselig zu werden. Also die scanne ich nur einmal. Okay, weil ich habe noch ganz alte Fotos von mir aus der Zeit, wo ich überhaupt nicht damit umgehen konnte, wo ich im Labor war und die Negative sind fleckig von meinen Fingern. Die Abzüge sind schlecht abgezogen, schlecht fixiert, verkratzt. Ja, also ich glaube, das ist erst besser geworden, als ich so Ende 20 war. Bei mir ging das automatisch. Ich hätte es gern anders gehabt.
Insofern habe ich gefragt, ob du das jetzt umgekehrt machst. Nee, 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 das ergibt sich schon von alleine, die Vorsicht. Und gestern hatten wir in der Diskussion auch die Frage hier von Frau Dr. Martina Mettner. Sie meinte, dass in Deutschland sowas weniger häufig gemacht wird, dass man so in seiner Peer Group fotografiert. Ja, und ich habe zu ihr gesagt, sie soll heute mal vorbeikommen. Also ja, Gegenbeispiele. Und was ich von Joschs Arbeiten gesehen habe, macht er das ja auch. Ja. Jetzt habt ihr da einen Verlag gegründet? Ja, ich glaube, zu dritt mit Asli. Könnt ihr uns dazu was sagen? Ja, wie man dazu kommt, quasi ja, das einfach zu machen, was ihr da so für Ziele habt und wie sie es entwickelt hat. Ja, da würde ich am besten mal vorschlagen, dass der Josch das erzählt, weil der hat es eigentlich gegründet. Josch? Joshua? Ah, hi. Aber ich glaube, das kannst du genauso gut erklären, Jule. Aber du hast ihn schon gegründet, den Verlag. Ja. Geschafft. Okay, also es ging eigentlich darum, dass wir einfach die Dinge selbst in die Hand nehmen wollten und nicht andere Leute, wie sage ich das? Also, dass wir einfach nicht, dass wir uns einfach mit den Büchern so ausdrücken wollten, wie wir es für am besten empfinden und nicht das so machen, damit es anderen Leuten bei Verlegen oder so gefällt. Und aber das ist halt immer so ein Zwischenspiel, weil klar haben die Verlege viel mehr Ahnung als wir und das ist dann auch nicht immer so gut, aber das war so der Hauptgedanke dahinter. Und wie viele Bücher gibt es schon? Eins, zwei, drei, vier. Ja, es sind auch jetzt zwei neue, drei eigentlich in Planung, aber das dauert noch, bis die rauskommen. Genau, Ja. also es lohnt sich auf jeden Fall, die Webseite anzugucken. Das von Asli ist eins dabei, von Josch sind drei dabei. Nein. Zwei, ne? Zwei, Zwei, ja. genau. Genau, das erste Mal bei Nacht. Also es lohnt sich auf jeden Fall drauf zu gucken. Ich finde es Wahnsinn, was ihr da auf die Beine gestellt habt und auch mit den ganzen Crowdfunding-Kampagnen. Und dass ihr, ich meine, Jule, dein Buch kostet oder kostet es immer noch 25 Euro, was ja echt ein wirklicher Witz eigentlich ist. Aber es ist ja eigentlich gleichzeitig auch so toll, weil es eben sich dann eben auch Studierende leisten können. Ne? Also es ist ja eben einfach auch Leute, die nicht so viel Geld haben. Das wird, da ist dann ja auch wirklich ein Medium, was dann einfach dann wirklich gekauft werden kann. Aber wie schafft ihr das mit dem? Ist das dann wirklich der Eigenanteil eben an eurer Arbeit, der es dann so preiswert macht? Oder wie schafft ihr das? Ich glaube, es funktioniert auch sehr darüber, dass wir halt ein paar mehr Bücher machen. Ich hatte jetzt 600, Asli hatte 850, Josch hat, glaube ich, jedes Mal über 1000 gehabt. Ich glaube, dadurch geht es dann auch schon, dass es ein bisschen günstiger wird in der Produktion. Ich weiß nicht, wie groß ist sonst so die Gewinnspanne. Ich Ich glaube kenne mich da gar auch, nicht aus. auch ein Ding ist, wir haben halt keine Angestellten zu bezahlen, wir müssen keine Miete wegen einem Büro oder so zahlen. Und ja, deswegen gehen ein paar Euro von jedem Verkauf an uns und der Rest ist Produktionskosten. Ja. Und wir machen die Bücher ja, was auch ein Unterschied ist, wir machen die Bücher ja nicht, um finanziellen Gewinn zu bekommen, sondern ja, ich finde, es ist auch, also ich glaube, wir sehen das so, dass es auch so ein Teil der Arbeit ist, bisschen das so zu verkaufen, dass das sich auch Leute leisten können, die den Lebensstandard haben, den wir auch haben. Weil das ist so ein bisschen der Sinn dahinter. Das wird ja wenig Sinn machen, wenn wir Bücher machen würden, die wir uns selbst gar nicht leisten können, so. Ja. Ja. Ja, wir haben ja ein Talkprogramm auf Instagram, wo wir uns über diese Sachen unterhalten. Und da hatten wir vor einer Woche mal angefangen, ein Gespräch zu führen mit Hartmann Books. Das wird nächste Woche weitergeführt. Ah, Wenn cool. ihr irgendwelche Fragen habt, die wir stellen sollen, nur her damit, weil ich habe die ja schon letzte Mal gelöchert, um mehr über die
ja, Produktionskosten herauszufinden, den ganzen finanziellen Hintergrund, wie so ein Unternehmen auch läuft. Ne? Dann könnt ihr einfach eine Frage schicken an den DFA-Account auf Instagram und dann nehme ich das nächste Woche mit auf. Oh, super, danke für den Tipp. Sehr gut. Ja. Ja. Ich glaube, alle waren sehr beeindruckt von den Präsentationen. Das gehört für mich jetzt schon zu einer meiner Lieblingsfolgen dieses Formates. Und die arbeiten auch. Wolfgang klatscht. Ja, Christoph hat auch ein Buch gekauft. Ja, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, dann würde ich mich bei allen bedanken für dieses Format. Ich werde es morgen auf YouTube hochladen und auf die Webpage und dann auch Ende des Monats in den Newsletter reinpacken, damit das dann auch ja, reißt und gesehen wird. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für dieses tolle Format und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr angenehm und vor allen Dingen ist es so schön, dass es mal umgedreht ist. Und Jule, wenn ich den kleinen Intro haben könnte mal von dir als Film, fände ich so ganz toll. Das gezeigt das über dich, dein kleiner Zeichentrickfilm. Ich kann ich dir fertig machen. Das war echt toll. Naja, sind wir alle neidisch. Ja. Gut. Okay, ich bin fertig. Habt einen schönen Abend noch. Ja, und danke auch von mir für die Einladung. Hat mich total gefreut. Mich auch. Ich hoffe, alle irgendwann da draußen wieder zu sehen, spätestens wenn der Fotobus dann nächsten Sommer auch wieder in Aal ist. In Aal oder auf dem Next Festival in Köln. Stimmt, ja, dabei. Genau. Alles okay. Klar. Dann bis bald. Vielen Dank. Tschüss.